YouTube-Freunde und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute habe ich Post bekommen und zwar von XYZ Printing. Die haben mir den DaVinci 1.0 Pro 3-in-1 3D-Drucker zum Testen zugeschickt und heute möchte ich mit euch ein kleines Unboxing und einen First Test machen und einfach mal schauen, was da alles mitgeliefert wird und wie die Kiste so funktioniert. Ich kenne sie selber gar nicht. Die haben mir gesagt, ich kann irgendeinen Drucker aussuchen zum Testen und das war ein ziemlich großer Drucker, der nicht so viel gekostet hat. Ich glaube preislich irgendwo bei 900 Euro, aber wenn man sich überlegt, dass man so eine riesen Kiste dafür bekommt, also die ist glaube ich 500x500 cm groß, ein Riesenteil. Und genau, heute schauen wir einfach mal an, was da so an Technik verbaut ist, was da so drin steckt und wie der erste Eindruck von dem Drucker ist. Viel Spaß beim Video, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Bevor wir uns jetzt gleich am wohl schönsten Geräusch der Welt ergötzen, gucken wir jetzt erst einmal, was da alles so an Lieferumfang dabei ist. Und da haben wir als erstes mal so eine Filament Cartridge. Das ist eine Eigenmarke, glaube ich, von XYZ Printing, die praktisch hier ihr eigenes Filament mit integrieren. Blöderweise natürlich aber auch so, dass ihr die nur verwenden könnt in Kombination mit diesem Drucker. Und ich glaube, kein anderes Filament, da hier unten auch so ein Leseteil integriert ist, was wahrscheinlich dafür sorgt, dass ihr kein anderes Filament mit dem Drucker nutzen könnt. Ob gut oder schlecht, finde ich glaube ich erst raus, wenn ich gucke, wie viel die kosten. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Dann haben wir hier so eine Kunststoffkiste, die hier vorne so ein Quadratmuster drauf hat und ich glaube, das ist für den 3D-Scanner, der in diesem Drucker integriert ist, aber auch das werden wir noch herausfinden. Hier haben wir dann noch zwei solche Abdeckungen, die an die Seite des Druckers drankommen, um, ich glaube, vor den schädlichen Laserstrahlen beim Laserscannen zu schützen. Und was natürlich auch der Vorteil ist, wir haben ein komplett geschlossenes Gehäuse, das heißt, wir müssten mit diesem Drucker auch perfekt ABS drucken können. Wie bei fast jedem 3D-Drucker haben wir dann hier noch die beiden Anschlusskabel für den Strom. Einmal haben wir hier den europäischen Stecker dabei und einmal den amerikanischen. Durch die Plastiktüten sieht man das wahrscheinlich null. Aber den amerikanischen brauchen wir natürlich nicht, sondern wir brauchen eben unseren europäischen Anschluss, den ich jetzt auch mal kurz herzeigen kann, falls noch nie jemand einen Kaltgerätestecker gesehen hat. Hier, also das ist der europäische Stromanschluss für den 3D-Drucker. Dann haben wir noch, wie auch fast immer mit dabei, ein USB-D-Kabel, was einfach dafür dient, den Drucker mit dem Computer dann anschließend noch verbinden und programmieren, glaube ich, zu können und auch für Software-Updates zu sorgen. Wobei der 3D-Drucker auch ein paar Sonderfähigkeiten hat, die wirklich cool sind und dazu gehört zum Beispiel WLAN-Fähigkeit. Aber da gehen wir noch genauer drauf ein. So, aber jetzt zum Wichtigsten, was eigentlich den 3D-Drucker für mich schon mal sehr sympathisch macht oder den Hersteller zumindest, weil die packen da doch ein paar Sachen rein, die überhaupt nichts kosten, aber die einfach einem das Leben viel leichter machen und die mir einfach sagen, hey, das ist doch mal eine sehr sympathische Marke. Und zwar zum Beispiel, und das ist jetzt nicht, dass das alles, was ich hier jetzt in der Hand halte, wahrscheinlich bloß einen Wert von 2 Cent hat, aber sie haben es dazu gepackt und es macht kaum ein Hersteller und deswegen, das muss ich wirklich lobend hervorheben. Und zwar haben wir hier zum einen solche kleinen, wenn ich es aufbekomme, solche kleinen Bügel. Und diese kleinen Bügel, die sind dazu da, um die Druckspitze reinigen zu können. Also die haben genau den Durchmesser von der Druckspitze und damit könnt ihr dann in die Druckspitze hineinfahren und eben die Druckspitze reinigen. Ihr seht schon, das ist sehr dünn. Wahrscheinlich ein Wert von ein paar Cent, aber wie gesagt, sowas hat man nicht mal eben zu Hause, wenn es pressiert. Und deswegen saucool, dass das mit dabei ist. Und zum Zweiten haben wir dann hier auch noch zwei weitere Werkzeuge. Zum einen solch eine kleine Reinigungsbürste und solch einen Stocher. Bei denen weiß ich jetzt noch nicht, wofür die sind, aber schon mal cool, dass hier auch nochmal extra Werkzeug mit dabei ist. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Reinigungsbürste mit, ich glaube, Messingborsten. Auch das ist sehr cool zum Reinigen. Ich weiß auch noch nicht, wofür das ist, aber wie ihr seht, da ist einfach ein bisschen so Kleinzeug dabei, was einfach auch dazu dient, einfach mal seinen Wartungsvorrat ein bisschen aufzufrischen. Finde ich einfach wirklich, wirklich cool. Und ansonsten, wie inzwischen wieder bei fast jedem Drucker, habt ihr hier noch die Bedienungsanleitung, einen Klebestift, der wahrscheinlich auch nicht überall mit dabei ist und eine Spachtel, die wir auch schon vom Nobel 1.0a Resin Drucker, also dem SLA Drucker kennen. Und ansonsten hier auch wieder die altbekannte Software von 1.2 von XYZ Printing und eine Bedienungsanleitung. So, und bevor ich jetzt weitermache, gebt euch einfach mal dieses wunderschöne Geräusch.
So, und bevor wir jetzt ins Innenleben gucken, schauen wir einfach mal, womit der Hersteller einfach schon auf dem Drucker selber wirbt. Also man sieht hier als erstes mal den Schriftzug des 3D-Druckers und des Herstellers und man hat hier das Bedienpanel, welches man auch schon von dem Resin-Drucker, von dem SLA-Drucker Nobel 1.0A kennt. Aber hier hat man dann direkt auf der Plexiglas-Vorderseite schon stehen, was der Drucker alles kann. Und zwar kann der Drucker zum Beispiel kabellos arbeiten, also WLAN-Anbindung. Wie das funktioniert, schauen wir uns noch an. Dann hat man die Option und deswegen 3 in 1 einen Laser einzubauen, ein Lasermodul und mit dem Teil dann auch Laser gravieren zu können. Er kann 3D-Scans von Objekten, ich glaube von maximal 15 mal 15 mal 15 Zentimetern erstellen. Er hat ein beheiztes Aluminium-Druckbett, was aber inzwischen in der Preiskategorie fast jeder Drucker hat. Er ist fähig, ABS und PLA zu drucken. Und da steht Open System Filament. Ob das wirklich stimmt, schauen wir noch, weil wir ja nicht wissen, ob wir nur diese einen Cartridges mit dem 3D-Drucker verwenden können. Aber was mir eben gefällt, ist, dass der komplett zu ist, der ist komplett eingehaust. Das heißt, auch ABS sollte sich hier drin schön drucken lassen. Dann hat er Autofeeding, das ist wahrscheinlich so eine neu entwickelte Extrudertechnik. Da müssen wir aber noch gucken, wie sich das mit dem Praxistest dann macht. Und hier steht noch XYZWare for Pro. Das müsste die Software sein, die bei dem Drucker mit dabei ist. So, und jetzt bewegen wir uns mal direkt ins Innenleben des 3D-Druckers. Das ist das erste Mal, dass ich den Drucker aufmache. Das heißt, da müsste noch ziemlich viel Folien und Verpackungszeug drinnen sein. Hier auf der Innenseite wieder eine Folie. Ich liebe dieses Geräusch. Dann haben wir hier drinnen einen Filamentrest und das beheizbare Aluminium-Druckbett mit an der Seite wahrscheinlich wieder zwei solchen Schonern, dass einfach das Druckbett nicht kaputt geht. Die beiden Schoner, die entferne ich jetzt mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Transportsicherung ist. Die mache ich allerdings jetzt noch nicht ab. Da gucke ich noch in die Bedienungsanleitung. Und jetzt nochmal im Detail, was man hier drin alles findet. Druckbett, wahrscheinlich Transportsicherung. Hier etwas zum Laserscannen und auch hier nochmal etwas zum Laserscannen. Und man sieht schon die Z-Achse, die den Drucktisch nach oben und unten bewegt. Das Coole an dem Drucker ist aber, dass ihr den nicht nur hier vorne aufmachen könnt, sondern auch auf der Oberseite. Und das machen wir jetzt und gucken uns mal an, wie der Extruder und so aufgebaut ist. So, das ist jetzt also die Oberseite von dem Drucker. Und hier kann man eben, wenn man diese Klappe hier öffnet, direkt auf den Extruder drauf gucken. Wofür das nützlich ist, müssen wir noch herausfinden. Jetzt entfernen wir mal wieder erstmal alle schützenden Teile. So, in Sachen Transportsicherung haben sie es hier wirklich sehr genau genommen. Ich habe hier wirklich viel Zeug entfernen müssen, um wirklich den Extruder und das Hotend erstmal freizulegen. Und zum Schluss war dann alles nochmal mit Hilfe von zwei solchen Klammern fixiert. Also wenn da wirklich unter dem Transport was kaputt geht, dann muss das Teil, glaube ich, vom Eiffelturm runterfallen. Also wirklich verpackungstechnisch top, fast schon ein bisschen zu viel, aber gefällt mir, weil lieber es ist doppelt so gut verpackt, aber kommt dafür heil an. So, vielleicht nochmal kurz im Detail, was man hier oben sieht. Also der Extruder, wie ich jetzt gerade sehe, ist hier nicht mit drinnen, sondern das ist ein Bowdenzug-Extruder, der hier über das Rohr das Filament eben in das Hotend fördert und der Extruder selber, der sitzt hier drunter. Und was wir hier sehen, das ist praktisch der Slot, wo dann die Filament-Cartridge reingeführt wird. Also ich glaube, dass das Filament nur mit diesem Drucker in Verbindung funktioniert und dass man kein Fremdfilament verwenden kann. Ich werde das aber ausprobieren. So, jetzt nehme ich die Filamentspule und hier nochmal eben, um das herzuzeigen. Auf der Unterseite sieht man hier eben diesen Kontaktanschluss, der dann unten in den 3D-Drucker reingeht. Und dieser Anschluss stellt, glaube ich, eben sicher zum einen, dass der Drucker abfragen kann, wie viel Filament noch auf der Spule drauf ist, was ja sehr praktisch ist, aber was eben gleichzeitig auch sicherstellt, dass man kein anderes Filament mit diesem Drucker verwenden kann, denke ich. Jetzt nehme ich diese Cartridge einfach und setze die hier rein. Zack. Und dann nehme ich hier so ein kleines Plastikstück, was mit dabei ist, und das klippe ich hier einmal so rein. Und das müsste dafür sorgen, dass die Cartridge sich nicht mehr von Ort und Stelle bewegen kann. Genau, die klickt dann hier einmal ein und die Cartridge ist jetzt eben fest. Als nächstes müssen wir uns dann unser Filament hier nehmen und das ein bisschen hier erstmal lösen, weil das hier wieder festgeklebt ist.
schneide ich jetzt mal mit der Schere frei. So. Und jetzt schneide ich erstmal hier ein Stück von dem Filament ab, wo der Kleber dran war. Und dieses Filamentstück muss ich jetzt hier hinten durch so ein kleines Loch durchführen. Dann sieht man das auch schon hier oben durch das Loch. Der Winkel von der Kamera ist bloß jetzt ungünstig, dass hier eben, ich zeige euch das, weil das schon wichtig ist. Seht ihr das? Da seht ihr praktisch den Extrudermotor unten mit dem Gegenlaufrad, was das Filament in der Spur hält. Also im Prinzip genau das gleiche, was auch bei jedem anderen 3D-Drucker ist. Und jetzt muss ich hier diese Klammer zur Seite drucken, was man auch von vielen 3D-Druckern schon kennt, und kann das Filament jetzt hier durch den Bodenzug hindurchschieben. Und das macht man so lange, bis es am Extruder ansteht. Also im Prinzip tatsächlich genauso, wie es bei jedem 3D-Drucker ist. Heutzutage. So, das fördere ich jetzt hier so ein bisschen durch. So, jetzt glaube ich, steht es an. Das heißt, jetzt ist es genug. Und jetzt schalten wir den Drucker mal ein. So, der 3D-Drucker ist jetzt eingeschaltet und was mir auch gefällt ist, dass er eine Innenraumbeleuchtung hat, wie man es auch schon von den Konrad-Druckern, von den RF Rainforce-Druckern kennt. Einfach cool, einfach praktisch, man sieht das Bauteil einfach. Nach der Anleitung, die sich auf der Unterseite von dem Deckel auf der Oberseite befindet, muss ich jetzt hier auf Utilities gehen und dann normalerweise auf Load Filament. Schauen wir mal, ob wir hier eine Option dafür haben. Okay, so leicht ist es irgendwie nicht. Okay, also man muss unter Utilities auf Change Card gehen, was für Cartridge steht. Das kenne ich so natürlich nicht. Geht man drauf und klickt dann auf Load Filament. Dann fragt der Use XYZ Printing Cartridge, yes. Und dann müsste der jetzt anfangen, Filament zu laden. Ich frage mich aber so ein bisschen, also er heizt scheinbar auf, während er Filament lädt. Macht so den Anschein. So, die Druckdüse hitzt sich übrigens extrem schnell auf. Also jetzt hat er angefangen zu heizen, jetzt ist er bei 160 Grad. Jetzt ist er bei 180 Grad. Jetzt ist er bei 200 Grad, also es geht wirklich ratzfatz. Und jetzt sagt er Loading, please wait. Und jetzt müsste theoretisch das Filament rauskommen. Ja, es will noch nicht so richtig. Jetzt kommt das Filament raus, jawohl. Und ich glaube, ich habe euch gerade einen Schmarrn erzählt, deswegen beschäftige ich mich kurz mit dem Filament laden, weil ich glaube, ich habe was ziemlich Cooles festgestellt und wenn das wirklich so funktioniert, dann ist das schon ziemlich cool. Aber ich probiere das kurz aus und dann sage ich euch, worum es geht. So, jetzt schauen wir uns das mit dem Laden vom Filament mal nochmal an. Also das Filament hier, ich habe jetzt auf Unload geklickt, das ist jetzt hier auch ganz locker und jetzt stecke ich das mal hier hinten in dieses Loch rein, so, und mache jetzt nichts weiter. Also ich fördere das jetzt mal nicht ein und jetzt drücke ich mal auf Load Filament. Weil ich glaube, das macht er alles von alleine. Ja, hier bewegt sich jetzt diese Klammer nach außen. Also praktisch das, was ich vorhin händisch gemacht habe, macht er jetzt gerade automatisch. Diese kleine Bügel hier hat sich jetzt nach außen bewegt. Ja, geil. Ja, habe ich recht gehabt. Das Filament wird jetzt hier rausgefördert. Also der lädt das komplett von alleine. Also ihr müsst nicht mehr das zur Seite ziehen und durchschieben, sondern das macht er komplett von alleine. Gut, und was jetzt passiert ist, er fördert halt wieder durch, wieder in den Extruder. Aber das hat mich eben gerade ein bisschen irritiert, weil hier vorne drauf steht, er macht dieses Auto-Feeding, dieses automatische Einführen vom Filament. Also das ist wirklich cool. Er fährt hier die Klammer zur Seite, zieht das Filament rein und startet dann den Förderungsprozess. Habe ich nicht gewusst, aber ist auf jeden Fall unheimlich interessant anzugucken. So, Filamentladen hat also auch funktioniert und das hier unten, habe ich nachgelesen, ist tatsächlich auch wieder so eine Transportsperre. Da muss man hier diese kleine Schraube lösen und kann dann die Transportsperre entfernen und das Druckbett ist dann eben auch frei zum Drucken. Als nächstes müssen wir jetzt die
das Level des Druckbetts, die Gradheit des Druckbetts kontrollieren und austesten. Dafür kann ich im Menü, glaube ich, jetzt wieder auswählen auf Calibrate und dann kann ich sagen, are you sure? Yes. Und dann sollte er jetzt anfangen mit der Kalibrierung.